Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von mir. Diesmal habe ich bei Stampin' Up! Bestellt, denn aktuell läuft ja auch die Celebration. Das heißt, pro 60 Euro Einkaufswert bekommt ihr ein Produkt nach Wahl gratis dazu. Könnt ihr euch eins aussuchen aus dem Katalog. Und ja, ich habe das jetzt mal ausprobiert und mir was Schönes zusammengesucht und das würde ich euch gerne zeigen. Ganz am Ende des Videos gibt es noch eine kurze Info zu meiner Kartentauschaktion, die aktuell läuft für den Monat Februar. Und noch eine andere Neuigkeit. Denn ja, ich habe was Tolles gewonnen, das wollte ich euch auch noch kurz erzählen. Fangen wir doch mal schnell an mit dem Unboxing. Und zwar habe ich mir von Stampin' Up! Das Stempelkissen Olivgrün gekauft. Olivgrün deshalb, weil es in dem aktuellen Frühjahr-Sommer-Katalog eine Serie gibt, die nennt sich Sukkulentengarten. Und ich am Überlegen bin, ob ich mir vielleicht diesen tollen, ja, Türrahmen, nein, nicht Türrahmen, diesen Garten, den es gibt. Es gibt einen Garten, den man selbst basteln kann als Deko-Element für die Wand oder für die Tür. Ob ich mir den holen soll. Und dann habe ich mir natürlich das Farbkartonset Sukkulentengarten gekauft. Da sind 8 Blatt jeweils drin von in der Farbe Olivgrün, Taub und Minzmakrone. Dann habe ich mir bestellt die Aquarellstifte. Ich bin ja mal gespannt, wie die sind. Ich habe welche aus dem 1-Euro-Shop. Finde ich nicht so gut. Meistens so. Aber ja, mal gucken, wie die sich so verhalten. Einfach mal austesten. Und dann habe ich mir noch geholt das Produktpaket Ballon Party. Das heißt die Framelits und das passende Stempelset dazu. Ich denke mal, das habt ihr bestimmt schon in anderen Unboxing-Videos gesehen. Ich packe das jetzt nicht alles aus. Hiermit kann man ja so eine tolle Pop-up-Karte machen. Und ja, hier kann man richtig tolle Sachen stempeln, stanzen. Ja, finde ich eigentlich super, weil Geburtstags-Stempelset kann man immer gebrauchen. Irgendwer hat ja immer Geburtstag. Und weil ich hiermit über diese 60 Euro drüber gekommen bin, habe ich mir natürlich auch etwas aus der Celebration aussuchen können. Und da habe ich mir das Designpapier kreativ koloriert ausgesucht. Denn darauf kann ich auch meine Aquarellstifte schön austesten. Hier sind ja richtig tolle Motive drauf. Es sind auch verschiedene Motive, habt ihr bestimmt auch schon in anderen Unboxing-Videos gesehen. Deshalb packe ich das jetzt nicht aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es anfangs erwähnt habe. Ich habe bestellt über die liebe Jana von janasbastelwelt.de. Denn da bin ich aktuell in dem sogenannten Gastgeberinnen-Club drin. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut mal bei der Jana auf der Seite vorbei. Ich verlinke euch die in der Infobox. Die Jana hat auch einen Designpapier-Share angeboten. Das heißt, ihr bekommt von allen Designpapieren, die es aktuell im Frühjahr-Sommer-Katalog gibt, ein Blatt in der Größe 6x6. Das ist so ein Stapel. Also eine ganze Menge. Und ich würde sagen, ich zeige die euch ganz kurz. Gehen wir einfach mal schnell durch. Das ist das Designerpapier zum Verlieben. Also ein richtig schönes Designerpapier. Der Vorteil von dem Share ist einfach auch, dass man sich nicht alle Designerpapiere in den großen Packungen kaufen muss, sondern man hat hier diese in der Größe 6x6. Also damit kann man ja wirklich viel anfangen. Karten gestalten, man kann Umschläge in kleine Umschläge draus machen, kleine Boxen und so weiter und so fort. Also mir reicht das vollkommen aus, um zu sehen, wie die Papiere so sind, bevor ich mir eben einen ganzen Packen zulege. Das ist das Designpapier unvergleichlich Urban. Das sind 2 Stücke in 3x6, denn die sind so
geprägt, würde ich sagen. Das sind so besondere Designpapiere. Da ist auch auf der Rückseite nichts drauf. Und hier haben wir noch diese Kreuzchen. Genauso gemacht. Das ist auch relativ, ja, farblich schlicht gehalten. Ich würde jetzt sagen, in Vanille, Pur und Schwarz. Außer eben das hier, die Farbe, wie die heißt bei Stampin' Up, kann ich jetzt nicht sagen, da kenne ich nicht alle. Aber es ist eben genau in den Farben gehalten. Diesen zwei Farben. Dann haben wir das besondere Designpapier-Genussmomente. Das sind auch jeweils zwei Streifen in diesem 3x6, weil die auch eben, wie ihr sehen könnt, ganz speziell sind, diese zwei, dass auch die Rückseite wieder weiß. Und richtig schön farbenfroh. Mit der Kamera sieht man es nicht so, weil das Licht nicht so optimal ist. Aber es ist richtig toll. Also in Live bunt und in Farbe sieht es dann doch schöner aus, als man es im Katalog sieht. Das hier ist auch toll, gerade für Geburtstag. Natürlich ist das hier ein Papier, das ich jetzt so, die Seite natürlich, ja klar. Aber hier mit Eis, das würde ich jetzt persönlich erst im Sommer verwenden. Da ist mir jetzt die jetzige Jahreszeit nicht passend genug für Eis. Das hier ist das Designerpapier Sukkulentengarten. Da habe ich wirklich ein Auge drauf geworfen. Da bin ich wirklich schon die ganze Zeit am Überlegen, ob ich mir auch das Produktpaket kaufen soll. Das heißt, ihr habt ein Stempelset mit Blümchen, Blumen und so weiter. Sprüchen dabei und zusätzlich eben Framelits, mit denen ihr ganz viele Blümchen ausstanzen könnt. Und eben auch diesen Garten, den man, wie gesagt, als Deko-Element an die Tür oder an die Wand hängen kann. Und im Katalog war ich von den Farben nicht so ganz begeistert. Jetzt, wenn ich die so in der Hand halte, habe ich mich total in dieses Papier verliebt, muss ich echt sagen. Ich finde es richtig toll. Das ist das Designerpapier. Liebe Grüße. Das ist schlicht einfach in Rot und Weiß gehalten. Komplett. Eine Seite rot-weiß gestreift, eine Seite weiß mit roten Akzenten. Rot mit weißen Punkten, weiß mit roter Schrift. Ist auch schön, jetzt gerade zum Valentinstag oder auch mal einfach so für den Mann. Natürlich gibt es auch zum Geburtstag, gar kein Thema. Ja. Ist auch schön. Da hat mir aber das Produktpaket, ist zwar schön, aber ich fand für meine Zwecke ist jetzt das mit der Liebe jetzt nicht so extrem ausgeprägt. Also ich schenke viel an Kinder, weil wir so viele Kinder in der Familie haben. Und Geburtstage gibt es dadurch eben viel. Deswegen auch das Produktpaket Ballonparty. Aber jetzt für mich persönlich war das Produktpaket Liebe Grüße schön, richtig schön, hatte ich auch zuerst im Auge gehabt. Aber dann dachte ich mir jetzt, ja, ich würde es jetzt nur für den Valentinstag verwenden, für mich und für den einen Tag jetzt so ein Produktpaket zu bestellen, das ja knapp 60 Euro kostet, war jetzt für mich nicht so sinnvoll. Okay, weiter geht's mit dem Designerpapier Cupcakes und Karussells. Das sieht auch schöner aus, wenn man es so in den Händen hält, als wenn man es im Katalog sieht. Ist auch so ein bisschen Vintage. Da finde ich auch das Stempelset richtig toll. Da ist nämlich auch das Pferd hier mit dabei. Also ich finde, das passt richtig super. Es ist Cupcakes und Karussells. Das ist so, ja, so ein Jahrmarkt. Gefällt mir richtig gut. Aber man kann natürlich auch nicht alles kaufen. Also ich kann es nicht. Ja, dann haben wir hier noch das hier. Jetzt kommt bestimmt gleich meine Tochter um die Ecke. Ich nehme jetzt bestimmt schon zum fünften oder zum sechsten Mal dieses Video auf. Und jedes Mal springt sie mir dazwischen. Aber so sind die Kinder eben. Und das hier. Das ist auch schön. Das Muster finde ich auch richtig.
Toll. Und dann haben wir hier noch das, also es sieht jetzt wirklich aus, als wäre das so grün, aber es ist gelb. Wie gesagt, mein Licht ist nicht so optimal. Es ist das Designerpapier für Partylöwen. Das finde ich im Katalog auch nicht wirklich schön, aber hier kommen die Farben dann doch besser rüber. Also viel, viel schöner, als man im Katalog das dann sieht. Ja, auch mit Zahlen drauf. Passt doch super zusammen. Richtig toll. Wie gesagt, so ein Designerpapier-Share ist genau dafür optimal, um zu sehen, okay, das Papier gefällt mir oder es gefällt mir eben nicht. Davon bestelle ich wirklich mal einen ganzen Packen in 12x12 oder ich lasse es eben sein. So, das ist das Letzte. Genau. Wie gesagt, ihr bekommt dann so einen riesen Stapel von allen Designerpapieren. Und ich muss sagen, also es lohnt sich wirklich, so ein Share mal mitzumachen. Ja, das war im Prinzip meine Bestellung. Dann gibt es noch etwas, das ich erwähnen möchte. Und zwar habe ich beziehungsweise Jana von Janas Bastelwelt hatte über die Adventssonntage jeweils an den Sonntagen eben ein Gewinnspiel gemacht. Ein Advents-Dankeschön-Gewinnspiel. An jedem Advent. Das heißt, vier Gewinnspiele gab es, an denen man teilnehmen konnte. Man musste kommentieren, den Beitrag bei Facebook veröffentlichen, beziehungsweise man konnte es natürlich veröffentlichen. Dadurch hat man immer ein Los mehr bekommen und so weiter und so fort. Ich habe, soweit ich weiß, an allen vieren mitgemacht, an allen vier Gewinnspielen. Und ich habe tatsächlich gewonnen. Und zwar habe ich an dem vierten Advents-Dankeschön-Gewinnspiel, an dem es den größten Preis gab, natürlich gewonnen. Verlost hat sie da eine Big Shot von Stampin' Up. Und was soll ich sagen? Ich hatte auch mal Glück. Ich habe tatsächlich diese ganz, ganz tolle Big Shot gewonnen und ich freue mich riesig. Ich zeige die euch jetzt nicht, die ist hier noch im Karton drin, weil ich die möchte ich jetzt heute Abend nicht auspacken. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie toll mich das gefreut hat, als ich erfahren habe, dass ich die Big Shot gewonnen habe. Also ich bin immer noch ganz baff und immer noch ganz platt und ich freue mich riesig. Und jetzt mit diesem tollen Paket, weil das ist auch meine erste Big Shot, muss ich euch sagen, kann ich nämlich endlich mal das Ganze probieren und ja, und dann kann ich, wie gesagt, das Ganze mal ausprobieren und meine Big Shot damit dann auch austesten und schauen, wie das Ganze so ist und funktioniert, weil ich hatte vorher mal eine kleine Big Shot, so eine klitzekleine, mit der man auch nur kleine Sachen ausstanzen konnte, nur bis zu einer Breite von knapp 5 cm. Irgendwann war mir das dann doch zu wenig und ich dachte, es muss eine Big Shot her. Dann habe ich mir bei einem Online-Händler eine bestellt und das Ganze hat nicht so ganz funktioniert. Jedes Mal defekt. Immer wieder zurückgeschickt und ersetzt und irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Und dann habe ich, wie gesagt, erfahren, ich habe diese tolle Stampin' Up Big Shot in dem Advents-Dankeschön-Gewinnspiel Nummer 4 gewonnen und war total happy. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, ich habe die gewonnen. Ich freue mich riesig. An dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an Jana. Und ja, wegen dem Share, Designpapier-Share, wie gesagt, verlinke ich euch die Homepage von der lieben Jana. Und dann könnt ihr euch das ja mal anschauen. Auch eben wegen dem Gastgeberinnenclub. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es erwähnt hatte am Anfang. Ich bestelle im Moment über die Jana. Ja, über diesen sogenannten Gastgeberinnenclub die Produkte bei Stampin' Up. Das heißt, über 4 Monate hinweg für mindestens 50 Euro bestellen. Und man hat dann auch diese Gastgebervorteile. Das Ganze könnt ihr euch aber auch einmal noch genau nachlesen bei der Jana auf der Homepage. Ja, und dann schaut ihr euch das an, da sind alle Infos dabei und dann seht ihr eben genau, wie das funktioniert. Falls ihr daran teilnehmen wollt, braucht ihr einfach nur einmal mit der Jana Kontakt aufnehmen. Dann noch eine kurze Info zu meiner Kartentauschaktion. Die vom Januar ist jetzt vorbei. Einsendeschluss war ja der 15.01. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben.
Eure Karten sind jetzt auch schon unterwegs seit heute Mittag. Und für den Februar habe ich mir ein Thema überlegt. Und zwar, ja, der 14. Februar, Valentinstag. Das heißt natürlich nicht, ihr müsst etwas zum Thema Valentinstag machen. Ihr könnt aber eben auch zum Thema Liebe generell etwas basteln, eine Karte basteln, so wie ihr das gerne möchtet. Ja, und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten könnt ihr mir auch jederzeit ein paar Kommentare hinterlassen. Schaut gerne auf meiner Homepage oder auf meiner Facebook-Seite vorbei. Verlinke ich euch alles in der Infobox. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.